Ich begrüße euch in Folge Final Fantasy 4. Wir erkunden jetzt da unten die letzten Etagen da. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja scheinbar beim letzten Mal schon direkt den richtigen Weg erwischt wieder. Deswegen, zumindest kam am Ende des letzten Parts die Margo-Schwestern und meinten uns nerven zu wollen. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das so der richtige Weg ist, wo die Margo-Schwestern waren. Deswegen würde ich sagen, wir erkunden jetzt die restlichen Gänge, die hier noch waren. Und ja, wir fangen einfach mal hier mit dem letzten Jahr an. Wenn jetzt kein Kampf mehr kommt, was typisch wäre, wenn noch einer kommt. Nein, krass, sehr schön. So, das ist bestimmt ein Sackgasse, oder? Ich wette es. Wisst ihr, meine Schwester ist stinkend faul. Jetzt stürzt das Spiel wieder ab. Ich krieg ein zu viel. Was ist denn das immer? Boah, Moment. So, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass meine Schwester ziemlich faul ist. So, Ornat, interessant. Was ist das? Das ist ein, ja, ein Flammenschwert. Okay. Das können wir mal ausrüsten. Ja. Auf jeden Fall. Ach, guck mal hier, das ist sowas, okay. Ja, erstmal gucken, ob das die anderen vielleicht auch ausrüsten können. Auf jeden Fall. Du schon mal nicht. Du aber, Teller. Und du nicht, Yang, okay. Wollte ich gerade. Oder musste ich gerade nach dem Kampf. Oder das würde deine Stärke ziemlich verringern, Teller. Und du bist schon mega schwach. Ich greife zwar kaum mit dir an, aber trotzdem. Ich gebe einfach mal Zetzel, genau, Zetzel. So. Ja, nach diesem Kampf gerade, nachdem das Spiel abgestürzt ist, hat das Telefon angefangen zu klingeln, deswegen bin ich schnell hingerannt. Und die liegt da so schön gemütlich auf der Couch, guckt ein bisschen Fernsehen. Dann, war meine Oma dran, die wollte, ich kann ja reden, sorry. Die wollte mit meiner Mutter sprechen und die war gerade draußen. Vor der Tür sitzt der Kater und miaut da schön in einer Telle, dass er raus möchte. Ach ja, meine Schwester nimmt nichts dagegen. Das ist wieder typisch für sie, ganz ehrlich. Das ist immer so. Das ist so das Ding. Deswegen bin ich es gewohnt. Nee, Quatsch, nicht Eis, sondern Feuer. Ach ja, und das wollte ich mal sogar ganz kurz anmerken. Ich weiß nicht, ob so ein Feuerschwert zu gut für den Turm ist. Weil diese Taimai-Viecher heilt das ziemlich stark. Das ist so das Ding. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist. Du kannst das nicht und du hast das Ding, okay. Du könntest es auch. Oder nur deine Reflexe verbessern. Dann kriegst du das hier, weil bei dir steigert es auch ganz viel ernsthaft. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob so ein. Da unten ist noch was nicht erkundet. So, jetzt. Deswegen weiß ich nicht, ob so ein Flammenschwert hier wirklich ganz gut ist in diesem Turm. Das könnte halt zum Verhängnis werden. Sollte ich eventuell wieder abrüsten. Das ist so das Ding. Wow, kein Kampf kam jetzt hier, krass. Was sollte ich eventuell wieder abrüsten? Eure Meinung dazu? Die werde ich eh nicht berücksichtigen können, weil ich, wie gesagt, diese LP ziemlich krass im Voraus aufnehme. Beziehungsweise aufnehmen muss. Momentan ist Part 6 hochgeladen, deswegen. Ja, ist es halt so. Ach ja, aber ich nehme allgemein momentan ziemlich viel im Voraus auf, weil. Jetzt vor ein paar Tagen hatte ich Schule wieder Boah, lern reden! Jetzt vor ein paar Tagen hat die Schule wieder gestartet und dafür brauche ich ja den ganzen Vorrat, dass ich nicht alles aktuell aufnehmen muss. Und ja, 3 Punkte Sandhuhn, die werde ich ihnen ja einsetzen. Was machen die eigentlich? Stopp oder was? Ich weiß es nicht. Punkte Sandhuhn. Wo sind die? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich interessiert es mich auch gar nicht. Da. Bewirkt kurzen Stopp. Ach, nee, ich wollte. Oh, ich wollte sortieren. Wieso macht man so. Das hätte ich getauscht als Entwickler. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen dumm gemacht, meiner Meinung nach. Das ist ein bisschen dumm gemacht.
75 Attacke, krass. Ist das mehr als Hesse? Ja, das ist mehr als Hesse, krass. Damit ist jetzt Dings, es wird der stärkste Charakter einer Truppe. Episch, Zit, episch. So. Gut. Ja, auf jeden Fall ist es halt schlecht, weil ich dann nicht so auf die ganzen Zuschauer-Dinge, die mir gesagt werden, eingehen kann. Aber, wie gesagt, es geht halt nicht wirklich anders. Ich muss ein bisschen mehr aufnehmen. Weil ich halt den Vorrat brauche. Das ist das Ding, ja. Deswegen verzeiht mir das. Oh, krass, Hesse, ein Crit. Ein krasser Crit. So. Den Kampf habe ich jetzt auf Null gelassen, weiß Gott warum, ich weiß es nicht. Ich war gerade auch so schön im Redefluss und deswegen dachte ich mir, setz du mal keinen Cut. Ja. Das ist das Ding. So. Dann sind wir gleich in der nächsten Etage, würde ich sagen. Ich gehe gleich auch nochmal in diesen Heilraum rein. Speichere dort nochmal schön und dann hat sich das. Ja. So, hier diesen Raum meinte ich. Finde ich aber nett, dass die Entwickler sowas mal in die Dungeons einbauen. Das finde ich ziemlich gut. Einmal kurz speichern. Hätte ich vielleicht nach dem Heilen machen sollen, aber egal. Macht ja keinen wirklich großen Unterschied. Und dann Items, Zelt, wo auch immer das jetzt ist. Ich habe gerade so neu sortiert. Das wollte ich nicht. Wo ist denn das jetzt? Hä? Da, okay. Wieso wurde das Pfeil runtergepackt? Das finde ich doof irgendwie. Egal. Guck mal, Zelt ist gar nicht richtig im Kreis drin. Oh nein. Wie schrecklich. So. So. Dann auf in den nächsten Stock. Außer natürlich angegriffen. Das ist so das Ding. So, jetzt will ich ganz schnell den Erstschlag ausnutzen, dann letztlich den Cut. Ach, ich bin Tesla, ich bin dumm. Ich verwechsle immer das Tesla mit Teller irgendwie in letzter Zeit. Geh auf die Scheiß. Ach, vergiss es. Das fies, glaube ich, auch Feuer. Jetzt mal den Scheiß Schneesturm wieder. Ach ja, genau, die Schildkröten waren anfällig gegen Eis, genau. Und das Vieh, das andere Vieh war jetzt gegen Feuer anfällig, genau dieses, was wir gerade hatten. Jetzt hab ich jetzt voll, ach, ich kann nicht mehr reden! Hat mich jetzt gerade voll verwirrt! Boah! Sorry, ich weiß nicht, was gerade los ist. Oh, ich glaube, wir sind gleich da. Kann das sein? Es kommt mir zumindest so vor. Oh shit. Ich will noch alle voll heilen. Nicht, dass wir gleich gegen Golbes kämpfen müssen. So. Wundervoll. Hallo. Beeindruckend. Goldes! Wo ist Rosa? Zuerst der Kristall. Rosa, geht es gut? Sehr gut sogar. Und jetzt den Kristall. Wie abgemacht. Und jetzt gib uns Rosa. Rosa? Wovon redest du? Ich wusste es. Was? Er will sich nicht in die Abmachung halten. Achso, es ist das Hit. Er will sich an die Abmachung halten. Es war abzusehen, dass man diesem dein Wort nicht trauen kann. Ich will nichts von dir, alter Mann. Aber ich von dir, Golbes. Ich werde es dir zurückzahlen, was du Ende angetan hast. Oh, krass. Golbes. Jetzt wird Zit wahrscheinlich Teller Meteor auspacken, oder? Ich bin gespannt. Das ist wieder so eine Animation. Folger, okay. Wieso mal Folger einsetzt? Wow! Schwacher alter Mann! Du kannst mir nichts anhaben! Da wäre ich mir nicht so sicher, lieber Golbes. Flitzka? Okay, er macht wahrscheinlich die ganzen Elementzauber und dann macht er mit hier, oder? Aber das zieht ihm keine MP ab, was ist denn das? Teller, dein ATB-Balken ist gar nicht gefüllt. Die Stunde für Meteor ist gekommen! Das ist aber nicht cool. Nein, Teller! Halte ein!
Der Zauberschuh würde ich vernichten. Dann sei es so. Ich habe Tellas Stimme verlangt gemacht eigentlich. Egal. Ich lege meine ganze Lebenskraft in diesen Zauber. Meteor. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. No, wow. Wie ist das möglich? Oh, er hat ihn, glaube ich, besiegt. Krass, krass, Teller. Da kann man schon mal klatschen. Jetzt bin ich gespannt, ob es Teller danach noch gut geht. Ich glaube ja nicht. Wieso kannst du Meteor benutzen? Wow. Teller! Aber es spielt keine Rolle. Der Kristall ist unser. Komm, Kane. Was? Die Einmischung des alten Mannes hat also mein Bann über dich gebrochen. So sei es. Ich habe keine Verwendung mehr für dich. Aber glaub nicht, es habe kein Nachspiel. Diesmal kommst du nicht, Golbes. Du verkennst die Lage. Why? Why now stay your hand? You, but how? We will finish this another time. Cecil! You all right? Yes, I'm fine. But Tella... Thinking I could best him. You shouldn't talk. I brought this on myself, letting hate consume me so. Please, avenge Anna. Tella. No. Come on! Open your eyes, you old fool! Oh, Tella. Rest then with that daughter of yours. Tella, we will avenge your death and Anna's. I swear it. Okay, was ist das denn hier? Erinnern erhalten, das ist Tellas Fertigkeit. Okay, das hat... Ja, das war zu erwarten, aber... Was mit dem Typen hier? Kane! Cecil. Vergib mir. Was habe ich getan? Golbes kontrollierte deinen Geist. Du konntest nichts machen. Aber ich wusste, was ich tat. Rosa, wo ist sie? Oberhalb, schnell! Es hat keine Zeit! Cecil! Hat die da einen Ball im Kopf? Oh, das war knapp! Rosa, ich wusste, du würdest kommen. Rosa, es wurde mir klar, sobald du weg warst. Rosa, ich... Cecil? Du meine Güte, meine Brüderwäsche liegt gleich. Kane? Er ist wieder der Alte. Vergib mir, Rosa. Nicht alles, was ich tat, geschah aufgrund von Golbes Bann. Ich wollte dich an meiner Seite haben. Kane. Lass uns gemeinsam kämpfen, Kane. Rosa, Cecil, vergib mir. Freunde, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Wir müssen von hier verschwinden. Gehen wir, Kane. Cecil. Du wirst uns doch im Kampf gegen Golbes beistehen. Wir brauchen dich mehr denn je. Natürlich, ich danke euch. Cecil und Rosa. Yay. Mich verwirrt es immer noch, dass der Dragoner steht. Die haben ja auch in der Cutscene einmal Dragoon gesagt, oder nicht?
Das verwirrt mich voll. Egal. So. Oh Gott, was passiert jetzt? Das klingt nicht gut. Wer hätte gedacht, dass ihr Meister Golbis tatsächlich verwunden könntet? Ich scheine euch nur schätzt zu haben. Das ist Barbarizia, die Kaiserin des Windes. Sie gehört zu den vier Elementarfürsten. Kane, du hast uns also auch verraten. Wie bedauerlich. Bedauerlich, ja. Deine Kraft war uns wirklich hilfreich. Ich habe niemanden verraten. Ich bin nur endlich wieder zu Sinn gekommen, Barbarizia. Für dich, Kaiserin des Windes. Ich hätte dich und Rosa beseitigen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Doch euer alter Zauberer ist nicht mehr, ebenso wie Chimetio. Ich erlaube mir also, meinen Fehler zu korrigieren. Versuch es doch! Du bist nicht die Einzige, die auf dem Wind reitet, Barbarizia. Oh. Bosskampf, hi! Oh Gott, Rosa hat kaum HP, oder das ist das uncool. So, Cecil greift Hammer an. Was tust du? Oh. Keine Chance, den Bildschirm zu ver... Oh, okay. Nur ein Sprung. Okay, dann greifst du an. Kann ich auch irgendwie... Ah, kann ich. Sehr schön. Dann machst du Kraftschuhe auf dich selbst. Du kannst mal studieren. Ja, ich weiß, dass nur ein Sprung, wer etwas anhaben kann. Das ist mir schon klar, liebes Spiel. So, Analyse fehlgeschlagen. Wundervoll. Kane, machst du mir meinen Sprung? Dankeschön. Ach ja, ich liebe das Team. Jetzt ist Elementarfürsten 7. So, du kannst mal Zielen machen. Ja, du machst wieder studieren. So. Du kannst Vitra machen auf Sid. Du kannst angreifen jetzt, wo sie wieder so ist. So. Analysiert. Ja, sehr schön. Kannst mir anzeigen, was es ist. Oh, wundervoll. So, du machst wieder Sprung. Sie macht Vitra. Perfekt. So. Dann machst du wieder Kraftschuh auf dich selbst. Du kannst einmal ganz kurz... Vitra auf Sid machen. Du greifst an, Sid. Und du greifst an. Ach du Scheiße. Das ist sehr uncool, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, was denn auch sonst? Was war das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Toll, unsere halbe Gruppe ist tot. Das ist nicht sonderlich gut, aber egal. Phoenix Feder. Du machst bitte einmal Vitra auf alle. So, jetzt mach ganz schnell Vitra. Das heißt, mach. Dankeschön. So. Du machst Sprung. Du machst Phönixfeder auf sie. Du kannst angreifen. Und du machst dann Vitra auf alle. Was hat Yang da gerade über seinen Kopf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn dieser Time abgelaufen ist, stirbt der, oder? Ich weiß es nicht. Das wäre zumindest eine Vermutung nach der momentanen Sachlage. Kraftschub. Du machst Vitra auf. Was ist. Holz! Vitra auf alle, bitte diesmal. Du machst Sprung. Der Kampf ist ja gerade voll. Ja, ich hatte recht. Der Kampf ist gerade voll nervenaufreibend für mich, so ein bisschen irgendwie. So, du machst... Ja, töte sie einfach... Ja. Wieso nicht?
Vitra auf Rosa. Ja, ich kann ja gerade nichts wirklich machen. Hier passiert mir gerade ein bisschen zu viel, wenn ich mir ehrlich bin. Rosa macht bitte einmal Weißmagie und zwar Engel auf Yang. Du greifst an. Und du machst dann bitte einmal Vitra auf alle. So. Ist jetzt gerade Tessels, ja, Tessels Vitra ist früher durchgekommen. Und Rosa ist eben auch tot. Mann, was soll ich denn machen? Die Alte hat viel zu wenig Lebenspunkte. Oh, kotzt mich das jetzt schon wieder an. Kotzt mich das gerade schon wieder an. Cecil, Vitra auf Rosa. Danke, dass du sie beschützt hast. So, Weißmagie, Engel auf Yang. Es ist Rosa wieder tot. Cool. Kann ich voll was für. Kann ich voll was für, liebes Spiel. Das ist gar nicht dumm gelöst oder so. Nein, bloß nicht. Ja, ist sie tot. Und jetzt kann Rosa nicht mal die EP bekommen irgendwie. Ja. Das ist nett. Spiel, das ist nett, definitiv. Ach ja. Guck mal, 20.000 einfach. Gut, da halt nicht. Elender Verräter! Du magst mich bezwungen haben, aber noch erwartet dich der letzte der vier Fürsten. Das ist Rubikante. Oder Rubikante, wie auch immer die ausgesprochen wird. Und ihr werdet diesen Turm sowieso durch Leben verlassen. der Turm stürzt nicht zusammen. Sie würden zur Flucht vereiteln. Das gefällt mir gar nicht. Halt euch alle an mir fest. Die halten sich gar nicht fest. Teleport! Oh, sehr schön. Wir sind hier. In ein Zimmer in der Burg. Der falsche König ist besiegt. Wir sollten ja sicher sein. Cecil, es gibt etwas, das du wissen musst. Worum geht's? Es geht um die Kristalle. Wir haben den Erdkristall von Troja verloren. Damit ist Golbe jetzt im Besitz aller Kristalle. Nein, er ist lediglich im Besitz von 4 Kristallen. Aber es gibt doch nur 4. Jetzt wo du sagst, ich habe da mal ein Gerücht gehört. Du meinst nicht etwa... Doch, ich meine Dunkelkristalle. Die 4 Kristalle unserer Welt sind die Lichtkristalle des Lichts. Und wo Licht ist, da ist doch Schatten. Also gibt es etwa auch 4 Dunkelkristalle? Exakt. Somit ist Golbis erst die Hälfte aller Kristalle in helle Hände gefallen. Die Gerüchte sind schön und gut, aber selbst wenn es die Dunkelkristalle gibt, befinden wir sie. Um dieses Problem hat sich bereits Golbis gekümmert. Da müssen wir sie vorhin bekommen. Wohin geht unsere Reise? Licht und Schatten. Die einen waren auf der Oberwelt, die anderen 4 befinden sich in der Unterwelt. Die Unterwelt! Und wie kommen wir dorthin? Kam einfach ein großes Loch? Es gibt noch mehr zu erzählen. Er sprach davon, dass sich der Weg zum Mond öffnen würde, wenn er alle Kristalle zusammen hat. Der Weg zum Mond? Ich verstehe es auch nicht, aber er sagte ferner, dass dieser Schlüssel dazu sei. Magmastein erhalten. Ein Stein? Dieser Stein muss irgendwo hochgehalten werden, dann öffnet sich der Weg in die Unterwelt. Irgendwo? Aber wo? Das weiß ich leider nicht. Das macht aber nichts, wir haben schließlich die Enterprise. Damit können wir die Welt im Antrieb umrunden. Aber Sid, die Enterprise liegt doch noch immer vor dem Turm von Zod. Ha, glaubst du etwa, ja, das ist langsam senil? Habe ich nicht gesagt, sie ist technisch auf dem neuesten Stand? Ich habe sie längst zurück nach Baron geflogen, per Fernsteuerung. Dann ist es beschlossen. Wo hat dich ja mir aufgeschmissen, Sid? Endlich erkennt es jemand. Also wir brechen gleich morgen früh auf. Heute Nacht sollten wir uns gut erholen. Die Suche morgen wird bestimmt strapazenreich. Aber wieso hat Golbis mich nicht erledigt? Was hast du? Es ist nichts. Legen wir uns schlafen. Okay. Dann gucken wir mal nach Ausrüstung. Ich sollte mal Rosa ein bisschen leveln. Ist das auf Stufe 26? Ich könnte ihr den Bogen geben. Ich will keinen Bogen geben. Ich hasse den Bogen. Weil ich halt immer Pfeile kaufen muss. Das ist das Ding. Deswegen.
Deswegen lasse ich das. Ich hasse den Bogen. Ja, aber guck mal, das Spiel empfiehlt es mir halt. Ha. Oder muss ich in dem Spiel keine Pfeile kaufen? Weil da steht halt nur ein Pfeil dran. Das wäre unglaublich super. Da möchte ich gerne mit dem Bogen kämpfen. Das können wir ja gleich mal ausprobieren in diesem Part hier. Das wäre unglaublich super, wenn ich keine Pfeile kaufen müsste. Dann kämpfe ich gerne mit dem Bogen. Wir halten Teil 1 und 2 auch, weil in Teil 3 muss man ja Pfeile kaufen und dann sofort. Das ist so das Ding. Es ist das Ding, wie komme ich aus dem Schloss hier raus? Ich habe keine Ahnung. Hier oder was? In der Tür? Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Ich finde den Aufbau des Schlosses so verwirrend jetzt, aber ja, hier geht's raus, denke ich mal. So, hier geht's raus. Ach, hier stehen auch so Daten. Ach so, ja, stimmt. Der König war nicht echt, ja. Und soweit ich weiß, das habe ich mal gelesen, jetzt vor kurzem haben die den echten König um mir ermordet oder so. Schloss das Spiel wieder ab. Gut, dann probiere ich das mit den Pfeilen für mich privat aus. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also und ciao, euer V-Row. Tschüss.